Ja, Bernd hier. Jo, moin, ich hab gerade eine Pizza bei euch bestellt. Ich hab extra über online rein. Was geht, Freunde aus Melden recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Was ist alles? Ah ja, will ich immer. Heute geht es um ein echt spannendes Thema. Es geht um die Bank. Ah, Falschgeld. Kann man sich übrigens auch ein Lesezeichen machen. Und das habe ich mir in diesem Lexikon gemacht. Ja gut. Weil hier steht drin, ich würde bin ich auch. Also, jetzt wissen wir es ja. Und würde ich auch mit echtem Geld machen, da brauche ich kein Falschgeld zu. Ja. Weil ich bankrott bin, dann hätte ich mich eine super Idee. Und zwar, ich glaube, ich werde jetzt die Bank überfallen. Also, kommt mit. Die Sitzbank oder die Bankbank? Das ist die Bank, die ich mal überfallen. Und die steht in Pfaffenvorhofen an der Soest. Mal überfallen. Hallo? Ja. Ich wollte jetzt gerade nach deinem Namen fragen, aber ich habe schon gelesen. Du bist der Matthias. Nein. Aha. Ich will Falschgeld der Name. Einzahlen. Und zwar... So gehe ich auch zur Bank. Ich möchte Falschgeld einzahlen. Gut, können wir machen. Kein Problem. Alles easy. Nimmt jede Bank. Meine Oma geschenkt bekommen. Oh, das ist ja noch besser. Nein, das geht leider nicht. Doch. Nein. Das geht leider nicht. Doch, doch, klar geht das. Ich bin Kunde, ich König. Ein scheiß Opfer, das ist ja bekannt. So, bist du schon mal überfallen worden? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, dann hätte ich mich eine super Idee. Und zwar könnte ich mal deine Bank überfallen. Eigentlich nicht. Aber ich habe eine Pistole. Ich würde da als Banker aussagen, eigentlich nicht. Habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. No! Ah gut, gut, hat er gleich die Waffe dazu bekommen. Bank überfallen. Jetzt wird's kriminell. Würde ich auch weggehen. Achso, die nimmt mich gleich mit, gut. Wenn jeder Banküberfall so ablaufen würde, dann wäre jede Bank schon leer. Dann würde ich mein Geld nicht mehr dahin schaffen lassen. Wo wir jetzt sind, dürfen normale Bankkunden eigentlich nicht hin, aber ich bin Bankräuber. Ja. Ach, hier rein. Perfekt. Und was passiert, wenn man... Ey, heutzutage darf ein Bankräuber ja echt viel. Den roten draufdrückt. Moment mal ganz kurz. Jetzt hört man irgendwas. Was ist das hier? Die Polizei bekommt ein Signal. Scheiße. Haha, bester Bankräuber ever! Drückt selber auf meinen Alarmknopf! Ich gebe euch erstmal einen kurzen Lagebericht. Okay. Wir haben es also mit einem Banküberfall mit Geiselnahme zu tun. Ach so? Der das Täter befindet sich immer noch in der Bank und hat eine unbekannte Anzahl an Mitarbeitern und Kunden in der Gewalt. Das sah nicht aus wie. Wir brauchen unbedingt Bilder aus dem Inneren. Du müsstest jetzt ein Bild haben. Sag mal bitte Bescheid. Jetzt haben wir das Bild. Das ist klasse. Und da, das ist der Täter. Das ist eine. Ich will es eigentlich nachsagen. Sieht nach einer professionellen Geiselnahme aus, ja, auf jeden Fall. Pferde mampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Pferde, Pfannenäpfel, Pferdeäpfel tanzt niemand. Ach. Währenddessen verschaffen sich die Präzisionsschützen Zutritt zu den Wohnungen, die der Bank gegenüberliegen. Macht Sinn? Macht Sinn? Hallo. Ich erschrecke, Polizei, wir haben dringend einen. Ja gut, wenn sie von draußen schießen, von da schießen müssen, ja klar, klar macht das Sinn. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ob es dir nun passt oder nicht. Oh. Klaus Behrendt nimmt Kontakt mit dem Täter auf. Ja? Behrendt hier, Einsatzleiter der Polizei. Mit wem spreche ich? Hallo, ich bin übrigens der Willi. Meine ganz komplizierte Frage. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferde mampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Ich wurde nicht so ganz schlau aus dem Täter. Nicht. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich weiß was über dich. Du und dein Kollege, der Georg. Moment, Moment. Okay, ich will ein Eis essen. Bis wir das organisiert haben, das kann ein bisschen dauern. Wir brauchen dafür Zeit. Tschüss erstmal. Dauert auf jeden Fall sehr lange, ein Eis zu organisieren. Ja, ja. Musst du bestimmt erst aus China einfliegen lassen. Hab ich richtig gehört? 20 an alle, 20 an alle. Wir haben jetzt eine konkrete Forderung. Ein Eis. Und da war mir klar. Beste Forderung ever, ein Eis. Ein Eis, ja super. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Wir bereiten jetzt den Zugriff vor. Achtung, zeitgleicher Zugriff. 3, 2. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Da in der Bank wurde geschossen. Da ist ein Schuss gefallen. Mein Plan, dass wir schief und werden immer nervöser. Warte, da ist er. Ja, Bernd hier. Jo, moin. Ich habe gerade eine Pizza bei euch bestellt. Und habe extra über online rein. Scheiß mir ein. Ich nehme, dass der scheiß Stinkekäse da raus war aus dem Käserand. Ja. Und der ist ja jetzt wieder drin. Sie wissen, wir haben eine Geiselnahme. Ja? Ach so, ja, aber ja, gut, das wusste ich natürlich nicht.
Aber was ist denn das für ein Käse? Ihr hattet doch früher einen anderen Käse. Das ist eine gute Frage. Der Käserand ist jetzt eher suboptimal, weil er halt einfach nach altem Käsefuß riecht. Na ja gut, dann esse ich die Pizza so ohne Käserand und gut ist. Machen Sie sich da keine Sorgen, wirklich. Jo, danke. Ciao, ciao. Perfekt. Hallo? Wer hat da geschossen? Was ist da passiert? Ich wollte meine Pistole was probieren. Sie haben jetzt aber nicht den Filialleiter erschossen. Doch, war aus Versehen. Moment. Ich will 50 Euro Schein. Okay. Aber dafür lassen Sie mir im Gegenzug eine Geisel frei. Ja, sicher. Der ist überhaupt nicht verhandlungsbereit. Der SEK-Beamte mit dem Lösegeld ist schon vor Ort. Ich wünsche viel Glück dabei, ja? Du machst das schon, okay? Immer. So, als würdest du in der Bank arbeiten. Super. Ja, ist, ich glaube, so übergibt jeder Lösegeld, ja? Ich bin der Willi, hallo. Der ist doch in der Bank, da gibt's doch genug Geld. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Der bringt bestimmt das Eis nicht. Äpfel, dampfende Pferdeäpfel, mangst niemand. Ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist. Naja, okay, den Test hast du nicht bestanden. Da ist ein Schuss gefallen. Ja, schon wieder. Was ist da passiert? Ich ruf da jetzt mal an. Oh? Sie haben jetzt aber nicht den Mann erschossen. Doch, war aus Versehen. Schon mit aus Versehen. Der schießt ja alle aus Versehen, geil. Als Mann, was am Ei. Das ist jetzt mein Fahrzeug. Oh. Jawohl, das ist der Walter. Walter. Wer ist der Walter? Walter. Wir nennen ihn mal spaßeshalber Walter. Und wie ist das mit... Also den Walter zu nennen, ist echt frech. Kennst du das? Das ist Panzerglas. Oh. Schusssicher. Schusssicher? Ja. Hey, klasse. Dann rein! Oh Scheiße, ist das geil! Wir nehmen sofort die Verfolgung auf. Beeilt euch, Jungs, der Vorsprung kann doch nicht groß sein. Hier ist was los, Alter! Hier ist was los! Da ist das Heck echt ein Stück ausgebrochen, ne? Ja, oder? Die Fahrrad kommt! Guck mal, ob ich den kriege. Ja, kriegst du den? Komm her, los! Da ist er doch! Okay! Da haben wir gleich. Pass auf, ich habe jetzt ein Signal. Ja, warte. Ich bin gerade im Tunnel. Ich habe eine schlechte Verbindung. Krank, Alter. Geil, wir müssen aus dem Tunnel hier raus. Ey, so im Kino. Ich würde wieder mal ins Kino gehen. Oh, stoppen Sie mal. Hey. Anhalten. Polizei, anhalten. Ja, warte. Ich bin im Tunnel. Ich habe eine schlechte Verbindung. Ja, ist was los, Alter. Letzte Aufforderung! Du kannst mit deinem Fahrrad jetzt auch was gegen den gepanzerten Wagen machen? Ja, ganze Knicken. Geil, wir müssen aus dem Tunnel hier raus. Gibt nur einen Ausgang, hinten und vorne, das sind zwei. Wir müssen den Weg abschneiden, wir müssen die Straße abriegeln. Da drüben fährt er! Okay, Männer, jetzt Zugriff! Hier spricht die Polizei! Ah, Scheiße. Hey, warum nicht dieselbe Waffe? Der schwangere Täter ist gefasst. Hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn noch kriegen? Ja, ich auch nicht. 23 für 20. Bin wieder aus dem Tunnel. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt den Täter. Die sind immer noch im Tunnel drin und die anderen haben den schon gefasst. Geil. Ist das geil. Hey. Ich scheiß auf den Täter ein. Warten nun lange Haftstrafen. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Nee. Nee, das ist richtig stumm, nee. Mein Haushaltsplan durcheinander bringen und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ja gut, das stehe ich auch nicht drauf, wenn die Bullen da einmarschieren und dann alles durcheinander bringen. Dann gibt's Krieg. Ja, da wird das genauso. Wenn einfach bei mir jemand die Tür wegtretet. Okay, das war echt geil. Das war wirklich hammerhart geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. Die Sinne verabschiede ich und bin damit raus.